Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden von der Politik für einige Wirtschaftszweige bereits großzügig abgefedert. Doch wie so häufig bleiben mal wieder die schwächeren Akteure des Systems auf der Strecke. Die Rede ist von der Kultur- und Kreativszene und am kommenden Samstag demonstriert deshalb ein Aktionsbündnis darstellender KünstlerInnen auf dem Opernplatz gegen die Missstände ihrer Branche unter dem Motto Kultur verhungert, Artenschutz jetzt. Darüber will ich mich unterhalten mit einer der Mitorganisatorinnen, Dorothee Palm von der Hannoverschen Hofkapelle. Hallo Frau Palm, schön, dass Sie da sind. Sie haben ein Thema mitgebracht, das betrifft mich als nebenberuflichen DJ auch ein bisschen. Und hier mal zunächst die Frage einer Einschätzung Ihrerseits. Über wie viele betroffene Personen reden wir hier und wie sehr haben sich die Zustände hier verschlimmert? Also wir reden bundesweit über 188.000 Künstler im weitesten Sinne und 1 Million Beschäftigte in der Veranstaltungsbranche. In Niedersachsen reden wir ungefähr über 8.500 freischaffende Künstler im weitesten Sinne und ungefähr 12.000 bis 15.000 Leute in der Veranstaltungsbranche. Die Zustände haben sich dahingehend verschlechtert, dass die Soforthilfen des Landes Niedersachsen zum 1.4. in den Bundeshilfen aufgingen und wir seitdem keine Lebenshaltungskosten mehr beantragen können, sondern nur noch Betriebskosten, die aber die wenigsten von uns eigentlich überhaupt haben. Das heißt, wir stehen im Grunde vor dem Nix. Jetzt sollen ab Oktober Lockerungen der Auflagen greifen. Das greift Konzerte mit ein. Da sind aber auch eine einfachere Beantragung des Arbeitslosengeldes 2 dabei oder auch die vereinfachte Kreditaufnahme. Sind das schon Schritte, die in die richtige Richtung gehen oder greifen diese Maßnahmen noch zu kurz? Also was die Öffnung der Konzertsäle betrifft, glaube ich schon, dass das gut ist, wenn es gute Konzepte gibt. Allerdings muss man auch die Zuschauer mitnehmen, die größtenteils auch Angst haben sozusagen. Da wird man aber gute Arbeit leisten, denke ich. Das andere ist Hartz IV oder vereinfachte Kreditaufnahme. Hartz IV funktioniert einfach deswegen nicht, weil viele von uns in Bedarfsgemeinschaften leben und deswegen Hartz IV nicht beantragbar ist für uns. Und also für uns wäre es das Einfachste sozusagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, unseren Verdienstausfall auf irgendeine Art und Weise zu kompensieren. Jetzt greifen Sie im Prinzip schon ein bisschen vor. Am Samstag soll die Demonstration auf dem Opernplatz stattfinden. Welche Maßnahmen fordern Sie ganz konkret von der Landespolitik? Und werfen wir mal den Blick in die Glaskugel. Was passiert denn, wenn die Politik da nicht einlenkt? Dann werfe ich mal zuerst den Blick in die Glaskugel. Das bedeutet, es stirbt eine ganze Branche. Und das wäre natürlich unheimlich schade, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern einfach für die Kultur in unserem Land. Kultur und Bildung ist ja einfach ein ganz großer Bereich eigentlich und die Leute brauchen das. Hartz IV, habe ich eben schon gesagt, das reicht nicht, eine vereinfachte Beantragung zu machen, sondern es muss einfach sein, dass die Leute nicht mehr in Bedarfsgemeinschaften, andersrum, dass die Bedarfsgemeinschaften nicht mehr angerechnet werden während der Pandemie. Das ist klar, das kann man nicht für immer ausweiten. Und wenn es nicht greift, dann ist die Kultur tot. Mhm. Es regt sich Widerstand, der soll sich jetzt auch auf der Straße regen. Welche AkteurInnen sind denn bei dieser Demonstration involviert und wie werden sie auf sich aufmerksam machen? Also wir haben uns auf breite Füße gestellt. Wir haben eigentlich jeden aus dem Land Niedersachsen und aus der Stadt Hannover, der Region Hannover, gebeten, dabei zu sein. Wir haben Redner und Akteure aus allen Branchen. Und wir werden auf uns aufmerksam machen, indem wir Musik spielen, tatsächlich gemeinsam auch singen und natürlich entsprechend jeder seiner Branche gemäß, seinen Bedürfnissen gemäß eine Rede hält. Also wir werden 7, 8 Redner haben, wir haben auch stille Unterstützer. Das wird sehr bunt, sehr vielfältig, wie die Kultur eben auch ist. Mhm. Frau Palm, besten Dank für Ihre Einschätzung. Es geht ja hier wirklich um ein Feld, das kann man kaum greifen, wie viele Leute da reinfallen. Ganz viel Erfolg am Samstag. Ich danke.